Yeah, it was good. Thanks for the warm welcome. I'm super happy to be back here. It brings me a lot of emotion to see the roads that started my career, let's say, in 16 and 17. The first session went well. I think we were P3 in the first one, P4 in the second, and this morning P5. But as usual, it's super tight. And this is why we all love GT Masters. You have to extract every percent of the possibility of your car to bring to 100% to do a good lap. So no, I'm very happy to be back. And hopefully we can see the fans through the year if everything opens a bit more. And because the one particular part of this championship is to see so many fans during track walk and fan walk and so on. So that's amazing, and I hope we will be back to that soon. My target is to try to extract the best of the car, my teammate and I, and I don't have really expectation. The field is very, very competitive with many two factory cars on the same car, sorry. So do the best we can, and if we do the best we can, then we will be happy. Ja, ich sag mal, wir sind last minute unterwegs, sagen wir mal so. Ja. Der Frank Oost hat ein gutes Paket geschnürt mit Daniel Kalwitz zusammen und mir. Und ja, wir waren uns da relativ schnell einig, so Daniel und ich, dass wir das so in der Kombination die Herausforderung annehmen. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich jetzt erstmal unsere ersten paar Meter auf dem Audi machen. Ich bin noch nie auf dem neuen A8 gefahren. Und ja, ich denke, ist für uns beide neu. Und jetzt müssen wir uns erstmal einrollen und schauen, bevor wir hier anfangen mit Setup, und dass wir uns erstmal auf das Auto einschießen. Natürlich kann man davon ausgehen, bei so einer Kombination und bei dem, was wir alles in der Folge mitbringen, dass wir vorne mitfahren wollen. Aber wir wissen ja, wie hart es hier mittlerweile im GT Masters zugeht. Und natürlich wollen wir in den ersten 10 fahren, das ist ja logisch. Der erste Test der Saison ist immer spannend, wenn es dann wieder losgeht, wenn man zum ersten Mal mit der ganzen Konkurrenz auf der Strecke ist. Für uns speziell in der neuen Konstellation mit dem Ingenieur und dem neuen Teamkollegen Thomas zusammenzuarbeiten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert heute, und deswegen sind wir ganz zufrieden. Ja, bei so einem Test probiert man viel am Auto rum. Man macht Änderungen und schaut, wie ist das Feedback, wie reagiert das Auto, was sagen die Fahrer. Man bereitet sich einfach aufs Rennwochenende vor. Jetzt hatten wir hier auch diverse neue Sachen von Race-Control-Seite, die wir ausprobiert haben, wie die Penalty Lap. Es sind viele Sachen, die man da so macht über den Verlauf des Tages. Aber ich glaube, jedes Team hat auch sein eigenes Programm. Ganz klar, für mich persönlich ist mein Antrieb oder mein Ziel, ist der erste Fahrer zu werden, der in der ADAC GT Masters den Titel verteidigt. Geschafft hat es ja noch keiner. Schauen wir mal, wie es läuft. Die Voraussetzungen sind, glaube ich, ganz gut. Wir tun unser Bestes, dass wir möglichst aussortiert beim ersten Rennen stehen. Und das Spannende ist ja, dass man vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Insofern schauen wir mal, wie es dann läuft.